Völlig unerwartet haben die Entwickler ein neues Sims 4 Update veröffentlicht, mit dem die Nachbarschaftsgeschichten und Szenarien erweitert wurden. Mehr dazu in diesem Video. Ohne vorherige Ankündigung haben die Entwickler einfach so ein neues Update für die Sims 4 veröffentlicht, welches nicht nur kleinere und größere Fehler behoben, sondern neue Features mit ins Spiel gebracht hat. Beginnen wir mit der wohl ein wenig spannenderen Aktualisierung, die Nachbarschaftsgeschichten. Diese wurden ja schon mit dem im Dezember 2021 veröffentlichten Update ins Spiel gebracht, jetzt aber noch ein wenig verbessert und erweitert. So können wir uns nämlich jetzt über eine noch genauere Steuerung der Geschichten pro Nachbarschaft und sogar pro einzelnen Haushalt freuen. Wenn ihr in die Haushaltsverwaltung wechselt, seht ihr schon den neuen Knopf in der Benutzeroberfläche, mit der ihr unter anderem einstellen könnt, ob Sims, die ihr nicht aktiv spielt, bei Unfällen umkommen, ein Kind oder alternativ auch ein Haustier mit der Hunde- und Katzenerweiterung adoptieren, Karriere aufgeben, in Rente gehen, ein Baby bekommen, ein- oder ausziehen sowie eine Karriere einschlagen können. Endlich haben wir mehr Kontrolle darüber, was die Sims in unserer Umgebung so treiben sollen. Das macht die Nachbarschaft meiner Meinung nach auch deutlich belebter. Standardmäßig sind die Nachbarschaftsgeschichten für andere Haushalte aktiviert und für meine Haushalte deaktiviert. Aber auch außerhalb dieses Menüs hat sich etwas getan. So bekommen wir die Veränderungen in der Spielwelt auch durch diese neue Interaktion am Briefkasten mit. Wenn ihr nämlich neueste Nachbarschaftsgeschichten ansehen anklickt, seht ihr direkt auf einen Blick, was in der Nachbarschaft so Erwähnenswertes vorgefallen ist. Weiter wurden ebenfalls die Szenarien ein wenig überarbeitet. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, findet ihr jetzt ebenfalls in der Übersicht einen Hinweis darauf, wie schwer die einzelnen Szenarien sind. Aber viel wichtiger, wir können jetzt aus insgesamt 6 neuen Szenarien wählen. Hier haben die Entwickler viele verschiedene hinzugefügt. Unruhestifter, romantische Komödie, superreich durch Schurkerei, Weltraumforschung, feuriges Pech und keine Fähigkeiten, kein Problem können jetzt neu gespielt werden. Als kleiner Bonus haben die Entwickler das zu viele Kleinkinder-Szenario überarbeitet, welches nun nicht mehr zeitlich begrenzt ist und ein neues Belohnungsmerkmal enthält. Auch war es vorher nicht möglich, mit einem bereits vorhandenen Haushalt zu spielen. Das wurde ebenfalls von den Entwicklern abgeändert. Und als letztes wurde das Meine Hochzeitsgeschichten-Gameplay-Pack wenigstens zum Teil korrigiert. Die Sims erscheinen nun in den richtigen Klamotten, gesellschaftliche Ereignisse wurden den richtigen Sims zugeordnet und Probleme mit Zeremonieinteraktion wurden angegangen. Das reicht aber noch lange nicht, hier werden die Sim-Gurus noch mit einem weiteren, in der nächsten Zeit erscheinenden Basisspiel-Update nachbessern. Was denkt ihr zu den Verbesserungen? Sind die Szenarien für euch jetzt relevanter als vorher? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.